Chelsea Wall. Brioche, ne? Reckless. Ja, das ist die Holly. Und die darf ich umstylen. Pass auf, die braucht eine Alltagskleidung. Ah, ja, ich schon. Ein Problemfall. Und der Tobi mir jetzt ausgeht. Mach lauter Vogelscheuchen. Pass mal auf, Baby, du kriegst jetzt. Ihr braucht eigentlich ein bisschen Farbe, gell? Also bloß. Rot. Und, pass auf. Wie wär's denn mit sowas? Ah, nicht ganz. Sportlich, seht das? Echt für den Sommer. Und so gibt's, pass auf. Cowboystiefeln, seht das? Oder Gummistiefeln. Allerdings in weiß. Leg das weiße Stiefel hin und eine Brille, die braucht eine Brille, oder? Eindeutig. Man muss ja nicht. Die schlimmste. Oh Gott, schön. Die Dinger habe ich selber in die Bastel, schön. Wow. Aber die braucht sowas. Jetzt schaut sie schon ziemlich vertrottelt aus, gell? Mal zugeben. Was ist denn das? Keine Ahnung, gell? Was das sein soll. Pass auf, dann braucht die noch neue Haare. Hat die nötig. Was kann denn die vertragen? Sowas. Oh Gott, schön. Gib die da her. Dann schauen wir. Wobei so, kann sie ihre lange Haare halten. Mal so. Es ist ja nicht meins, gell? So muss ich nicht rumlaufen. Oh Gott, schön. Okay, sag das. Jetzt passt schon. Das braucht die. Okay, gelangt. Das war die neueste Mode. Der heißeste Schrei. Bald mal auf, das müssen wir das mal anschauen. Erinnerungswürdig, das darf ich aber glauben. Bald mal auf, wie schaut denn die aus? Ja, rennt die jetzt so umeinander, oder wie? Wo sind die? Weg ist sie, ich schau sie. Heimwerken für Kinder. Okay, übernehme ich. Wo ist die immer? Die Holly. Die hat sich wahrscheinlich auf dem Klo versteckt. Schön da ist. Da bin ich gespannt jetzt. Geh mir raus. Oh Gott, schau.
Alter. Ja, ich seh schon, bald rennt die ganze Stolze rum. Da hat der Vogelscheuchen. Was neuer Kleiderschrank für Gerhard Langrab? Wie mache ich das? Wie soll ich denn das machen, ha? Soll ich da vorbeifahren? Verbale Meisterleistung. Landgrab. Erwartet er, dass ich den besuche? Und dann umstyle? Ich hab keine Ahnung. Landgrab, da warte, gell? Pass mir auf. Der daheim. Ich schau mal vorbei. Mal schauen, was er sagt. Und Huberto ist immer noch 2 Tage. Scheiße. Aber ich glaube, einen Tag können wir überspringen, oder? Glaube ich zumindest. Der wohnt da draußen schön. Im Viertel der Reichen. Ja, die Bude ja. Dem geht's ja nicht schlecht. Da kann er daheim, ha? Achso, Moment. Jetzt hat. Schneeflocke Spezial, was? Spinnt der? Der Kopias. Bleibt denn der da draußen? Der so oben, dass er keinen Stuhl hat. Da jemand daheim. Stylistin Jenny ist da. Nancy Langrab, ich brauch den Neuden. Ein Vampir, ha? Schön. Raffia. Ah, Trollop. Ach, die sind reich. Hätte ich nicht gedacht, bei dem Haus. Oh, ein Sofa Germany. Oma. Ja, pass mal auf, wo ist ihr Alter? Wo ist denn der, ha? Nicht daheim. Da ist er, oder? Malcolm Langrab. Ich suche allerdings jemand anders. Ja gut, scheiß drauf. Ich geh jetzt heim. Fünf Sims-Seilen. Schreibenfähigkeit verbessern. Oh, Hubertus, du musst wachsen. Ich brauch das Bett. Für den nächsten Nachwuchs. Und der Quatsch soll einen. Was soll der heute? Einen Vortrag, ha? In der Schule für Kinder. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob die Kinder was von Karl lernen können. Vielleicht wie man Haus und Küche in den Duft springt. Was Pfütze erwischen, vergiss es. Macht der Butler. Dafür wird er zahlt. Ja, da ist die Jenny. Attraktiv. So sind wie Hubertus erfolgreich älter wird. Schauen wir mal.
Ein Tag noch, jawohl. Jetzt wende ich mir einen Kuchen. Kauf. Pass auf. Dann kann ich mal nicht einen Tag überspringen. Den Ball habe ich auch noch nicht ausprobiert, gell? Warte mal, Mora. Halt, Moment. Der Kuchen. Da ist er. Ist das möglich? Kerzen ausblasen, jawohl. Fubertus. Ein Geburtstag. Nach langer Zeit mal wieder. Protonier, er verzweifelt. Karl, keine Sorge. Der Tochter wächst gut auf. Aber sie macht Krach. Hör damit. Umziehen. Wird kein Umzug. Hätte mal Geburtstag feiern. Der Hubertus wird zum Kleinkind. Oder? Nein, zum Kind, meine ich. Kleinkind ist im Moment noch. Genau. Jetzt wird er zum Kind und muss in die Schule. Der Ernst des Lebens. Die kommt der Herr Schö, wie ein Trompe. Boom, geht's her da. Geburtstag. Gib Kuchen. Hört der Maike auch schon, oder? Oh, Chobi, Chobi. Ich hab mich ja gewundert. Das ist der Maike ein Kind. Möchte nicht, oder? Du gehst nicht zur Familie. Geh weg. Jetzt komm. Jawohl, hört das. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und bei der Erziehung von Hubertus ist einiges Schiffklaffer. Ja Gott, das wundert mich nicht. Er ist geistesabwesend. Um Gottes. Genau wie sein Vater, gell? Was für eine Schande. Vampir treffen. Was geht da? Er darf gleich mal seinen Großvater kennenlernen. Mit dem Kohl muss es gut stehen, gell? Er muss nämlich mit ihm das Bett teilen. Hilft nicht. Pass mal auf, er braucht ein neues Styling, ja? Mero. Wobei? Den kann ich doch. Na gut, den nächsten Tag erst. Baby. Hector, das ist der Hubertus. Oh Gott, schön. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn er so rumrennt. Schau dir mal. Nimm ich vielleicht. So, home, ha? Oder das da? Ja, gut, mehr braucht er nicht. Und es ist relativ eng, muss ich sagen. Bei Murph seine Haare. Wie der Vater. Die Mützen, ha? Braucht ihr ein bisschen ein Muster?
Wird einseitig. Matrix. Oder, was haben wir denn noch? Ja, ich glaube, das sind zwei Streifen. Schaut aus wie eine Unterhosen, schön. Gottes Willen. Okay, das schaut gut aus, oder? Oder das da? Das nehme ich. Das Blaue. Bisschen dunkler, sagt das? So ungefähr, passt schon. Das ist Oberkoller, muss es sein. Konnte nicht chatten. Macht die ganze Weile Lärm. Ja, kann ich denn meinen eigenen Baum umstylen, ha? Geh mal her da. Robertus! Moment. War verkehrt. Was macht er denn? Ja, Robertus, eigentlich ist es das Bett von deiner Schwester. Oder Tante, besser gesagt. Aber gut. Er kann ja genauso gut bei der Tante schlafen. Weil geistesabwesend ist er schon. Ich befürchte, wenn er beim Kolt rumschläft, dann wird er geisteskrank. Wird in die Liste der besten Studenten aufgenommen. Das glaube ich, kann top schmecken. Spieltisch, bei sowas. Ja, brauche ich denn da noch diese Kiste, ha? Schon, gell? Aber Moment. Er kriegt was Neues. Pass auf, weg damit. Der kriegt jetzt ein Puppenhaus. Nicht so gut. Oh Gott, was ist denn das? Jetzt ist es. Es sind ja relativ wenige Spessern drin, gell? Muss ich sagen. Kann da ruhig ein bisschen mehr sein. Er kriegt einen Kuschelbär, seht das? Den kriegt er. Und ein Puppenhaus. Ich speise gern. Mike genauso. Und sagt das, der Mike kann sich genauso gut damit spielen. Passt schon. Wie der Vater, so der Sohn. Was? Keine anderen Sims zum Spielen? Warum nicht? Weil alle schlafen, ha? Aber weil alle schlafen, kann die eigentlich jetzt Pause machen. Moment, ich schicke nur die Kalle ins Bett. Die schläft jetzt neben ihren Neffen, hilft nicht. Wir müssen teilen. Außer sie fühlt sich gestört dabei. Aber normal nicht. Geht das schon, oder? Das geht schon. Ja gut, alle schlafen. Und dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir Pause. Wird Zeit. Und beim nächsten Mal geht's dann zur Schule mit Hubertus. Also, bis dann und Servus.